50 Folgen für die Hauptgeschichte und schwuppdiwupp hat man so gut wie gar nichts mehr zu tun in diesem Spiel. Ja, echt. Ganz schön enttäuschend von Traveler's Tale. Abzocke. Ich will mein Geld zurück. Boah, das war gut. Ja. Das haben wir nicht geübt. Cool. Und es war gelogen, ja. Denn man kann hier keine 2 Meter weit fallen, ohne dass hier was ist, als kleiner Beweis. Hier, Tür aufmachen. Moment. Was ist denn Räuber? Als wer denn? Der da. Mit aller Gewalt. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Das habe ich schneller gedrückt, als ich eigentlich wollte. Denn hier war eigentlich noch viel mehr. Oh, der sieht auch sehr cool aus. Der ist sehr cool. Der sieht so ein bisschen, hat sogar 4 Turbos. Und wir wissen das früher, als Kind hat man ja auch immer sofort gewusst, wenn das Auto 4 Auspuffer hat, ist es auch 4-mal so gut wie Papas Auto. Auspuffenes. Auspuffeles. Der griechische Philosoph. Sieht so ein bisschen aus wie die, wie heißt die, Eleanor? Wow. Von Gone in 60 Seconds. Ach, ich weiß, dieser Shelby, ne? Genau. Mhm. Wow. Ich schmeiß gerne so amerikanische Muscle Cars alle in einen Topf rein. Ich finde das ein super Auto. Ist überhaupt kein Problem. Aber kann nur noch besseres Auto bei rauskommen. Ja. Wow. Merkt ihr mal, wo wir herkommen? Ich will da wieder hin zurück. Ja, klar. Wir kamen von der gelben Linie her. Ich wäre doch so super gewesen als Hänsel und Gretel, oder? Ja. Ja, super. Da, wo die Brotkrumen hingeschmissen haben, die ganzen Viecher hinter uns auffressen. Du würdest wahrscheinlich immer in der Küche im Kreis laufen. Ein tragisches Schicksal. Immer den Weg zurück zum Toaster finden. Ja. Hast du den Hänsel und Gretel-Film gesehen, den neuen? Ja, den neuen. Fand ich gar nicht so blöd. Ja. Der ist ja eigentlich sogar ein bisschen älter schon gewesen. Der lag eine ganze Weile beim Kinoverleih, quasi, um noch ein bisschen zu reifen. Und dieser, wie heißt der, Jeremy Tralala? Renner. Der ist ja über die letzten Jahre dann doch immer bekannter geworden. Und jetzt hatten sie sich gedacht, naja, dann hauen wir den noch mal raus. Okay. Den kennen ja die Leute inzwischen. Ich fand den für so einen Klamauk-Film ganz okay. Das ist halt, da gehst du ja nicht mit großen Erwartungen ran und dann, Gott, ja. Hätte so viel besser sein können sicherlich, aber Gottes Willen. Das war übrigens das gleiche Review, was Fritz damals gegeben hat, als man ihm die Hänsel und Gretel Geschichte vorgelesen hat. Naja, so ein Klamauk-Märchen, ganz okay. Aber Fritz, du bist doch erst 5 Jahre alt. Ja, da hat meine Mama ganz schön gestaunt. Oh, guck mal, jetzt haben wir hier Düsenantrieb, aber gar nicht mehr Düsen. Ausgedüst. Ah! Oh nein! Ah! Nein! Vor allem, guck mal, wo wir gelandet sind. Genau an fast derselben Stelle. Oh, das Prozess ist leer. Stimmt. Das versuche ich jetzt nochmal. Das kann nicht so schwer sein. Helft mir, Obi-Wan Kenobi. Ihr seid meine letzte Hoffnung. Ach ja, stimmt. Ladezeiten. Da war ja was. Ich dachte halt, es geht in diesen Raum rein und danach könnte ich aufs Dach gehen, weil auf dem Dach ist auch noch irgendwas gewesen. Jetzt hast du uns hier in eine endlose Fail-Schleife reingefahren. Und daneben war dann noch so ein Rennen mit dem Boot. Wow, was ist denn das für ein Auto? Oh. Ach, guck mal, hier wäre... Ach nee, haben wir, glaube ich, in der letzten Folge schon gesehen. Hier könnte man sich umziehen. Hier haben wir uns sogar schon mal umgezogen. Hier hatten wir damals den Karateka, den Judo-Mann angezogen. Hui! Ich hab mal Judo gemacht früher. Was hast du gemacht? Judo. Und Kitu. Oh, krass, hast du es gesehen? Ja. Du hast Judo gemacht. Und Kitu. Wahnsinn. Hast du auch Kitu gemacht? Nee, ich habe das Einzige, was ich mal irgendwie vereinsmäßig gemacht habe, war Rudern. Kitu ist auch Kinderturnen. Ach so. Ich dachte, das wäre irgendeine andere von diesen Kampfsportarten. Das ist das Schöne daran, an uns Kitu-Kämpfern, dass niemand das so hinterfragt. Kitu, das ist ja geil. Weißt du, welche Abkürzung ich noch ewig nicht geschnallt habe? Was denn? Spawn.
Spiegel Online. Ja, ich hab das. Ich dachte mal, was ist denn das für ein komischer Name für ihre komische Kolumne da? Warum nennen die das denn Spawn? Das hat einfach überhaupt nicht Klick gemacht. Und ich muss jetzt jedes Mal dran denken. Internetseite. Ich muss jetzt jedes Mal dran denken, wenn ich das lese irgendwo. So mit dem Motto, was soll denn das bitte sein? Nein, 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 oh nein, oh nein, oh nein. Auf einmal kann er ganz schnell fahren. Es hat sowas Slapstick-mäßiges, wenn die Zylinder da so schnell... Jetzt haben wir es wieder fast geschafft. Zumindest bis zu der Stelle, wo wir letztes Mal gestorben sind. Oh, hier stirbt ja keiner. Ja, klar, wir bleiben direkt vor der Nase stehen. Dankeschön. So viel weiter kann das ja von da aus nicht sein. Eben. Das wäre Unsinn. Wo war das gerade eben? Auf der Ladefläche da hinten? Das weiß ich nicht. Ach, siehst du, die Brücken wollten wir auch mal hochklettern, ne? Ja. Naja. Dieses Let's Play entwickelt sich so ein bisschen wie unsere Gespräche über kommende andere Let's Plays auch immer. Ja, das wollen wir auch noch spielen, ne? Das ja. wollen wir auch noch machen. Ja, und das machen wir bestimmt auch noch. Versprochen, ne? Hier. Fritzen Standard sagt das immer, du, ich bringe schon mal mit und leg schon mal hin, dann können wir das mal spielen, wenn wir zu viel Zeit haben. Was sich da schon für einen Berg angesammelt hat. Also ihr müsst keine Angst haben. Mich enttäuscht mich dann immer mit, ja, nee, aber ich muss auch mal schlafen und mal was essen und so. Langweiler. Nein! Oh! und rammt die nächste Kiste. Aber das zieht nichts ab, oder? Wenn man da so in die Pampa fährt. Scheinbar nicht. Das war auch so ein nochmal Neuaufbau. Ach, guck mal, da könnte man auch hochklettern. Wahnsinn, was haben die denn in dieser Stadt gebaut? Sind die denn irre? Ach, guck mal, das ist hier der Abschnitt, wo wir ganz am Anfang unterwegs waren. Aber er maßregelt sich immerhin noch selbst. Ja. Jetzt sind wir wieder da, wo das Abenteuer mehr oder weniger anfing. Das heißt übrigens maßregelt und nicht maßregelt. Maßregelt ist eine Folter mit Schokoriegel. So. Oh, Falcon GT. Jetzt mach ich das mal hier auf. Snickers oder Mars? Beide nicht so geil. Was? Was nee. Würdest du dann da bei Schokoriegel eher? Diese Ballisto-Dinger. Ballisto! Hm, die Orangen. Weil jetzt Frauen zugucken, sagst du das. Aber wenn nein. Dann würdest du was anderes sagen. Wir haben doch letztens dieses Paket bekommen. Ja. Das war übrigens der Hammer. Das war so geil. Wir haben von einem ganz lieben Zuschauer ein Riesenpaket Schokoriegel bekommen, weswegen wir jetzt alle 100 Kilo schwerer sind. Das war so eine Packung, wie sie wahrscheinlich im Großhandel. Ja. Sie gibt mit Mars, Snickers, also diese ganzen, ich weiß nicht, von welcher Firma sind die denn alle? Die sind ja alle von einer Firma. Ist Zweifel, Procter und Gamble, weil das alles ist. Und da war unter anderem auch ein Paket mit diesen roten Ballistos drin, also diesen orangenen Ballistos. Orange. Das habt ihr gar nicht mitbekommen, weil da hatte ich mir einen Wochenenddienst gehabt in der Redaktion. Nein, hast du die alleine reingezogen. Ich habe die komplette Packung gegessen. Das ist wirklich alles, mir war so schlecht. Das sind so eine Verpackungen gewesen, wie sie bei so einem Kiosk. So einer Kasse, so genau. Quengelware. Genau, so rumstehen. Ja, da hatte ich gesehen, dass das drin ist, habe es ein bisschen nach unten geräumt unter der Woche, beschlossen, dass ihr das auf keinen Fall sehen dürft, weil ich wusste, ich habe Wochenenddienst und habe es gegessen. Wenn du das mit dem Schokoriegel gemacht hast, den andere Leute auch gewollt, hätte ich dich umgebracht, aber den scheiß Ballisto kannst du das machen. Bah, Ballisto, es fängt schon mit Bah an. Also das Grüne oder das Lila in der Ballisto und so, das ist auch alles furchtbar widerlich, abartig, regelrecht. Was ist denn in dem Orangenen drin? Irgendwelches leckeres Zeug. Steht doch hinten drauf. Irgendwelches leckeres Zeug und Farbstoff G21. Um Gottes Willen, wer hat denn das alles gebaut? Um auf die Frage zurückzukommen, wenn ich die Wahl hätte, immer Snickers. Immer Snickers? Ja. Das ist alles so ein Kleisterzeug. Ich finde auch Twix noch ganz okay. Twix war natürlich besser, als es Rider hieß, aber. Ja, aber auch nur, weil wir dann sagen können, wir haben schon gelebt, dass das noch Rider hieß. Das hieß ja. Irgendwie nur in Deutschland Rider, ne? Siehst du also überall sonst auch schon Twix. Wer war das nochmal? Der Bauarbeiter, oder? Der hier Kaffeepause machen will? Ja, der Kaffeepause. Moment, der hier. Aber das hieß Rider, nicht Raider, oder? Rider, also. Ja, also Reiter. Oder, komisch, oder? Eigentlich Raider, ich glaube R-A-I. Echt? Ja, das ist auch was für ein dummer Name für einen Schokoriegel. Der Räuber. Ich kann mich, das ist, da kann ich mich komischerweise noch dran erinnern, an eine
TV-Total-Folge, ja, noch von vor halt Ewigkeiten, da kam der aus dem aus der ersten Staffel Big Brother. Ja. Da kam der Slutko zurück. Ja. Also ist dann irgendwann halt rausgeflogen. Ja. Und er kam dann zu Stefan Raab. Und damals waren das ja noch mehr oder weniger richtige Fernsehhelden, so ein bisschen die, ja, Leute. Ja, damals, genau. Die waren ja doch sehr, sehr bekannt dann da ein bisschen geworden. Der eine ist ja auch immer noch aktiv, der andere, nicht der Slutko, sondern der. Der Jürgen, der macht ja, genau, immer noch diese Fernsehbezahl-Anrufsendung, genau, ja. Der ist da immer noch voll aktiv. Und der Slutko ist irgendwie rausgekommen. Und vielleicht war es auch Jürgen, ich weiß nicht mehr genau. Aber auf jeden Fall hat dann Stefan Raab so zusammengeschnitten, was alles passiert ist, während er da drin war. Und es war halt so geil. Mit Ryder, ja, auch mit drin, Twix, Twix heißt jetzt wieder Ryder, aber dafür haben die Affen den Planeten der Erde übernommen. Das ist schon mal super. Großer Spaß. So, jetzt sind wir hier an einer Stelle, die, was machen wir denn da? Sendepause. Ach so, für euch. Wir müssen jetzt mit dem Gamepad rumtun. Suchen wir irgendwie eine Übertragung oder so, oder? Ja. Moment, warte mal. Ah nee, ich habe die falsche, Polizistenmann. Verkleidung. Polizistenmann. Ich habe mich übrigens wieder als Polizist verkleidet diesmal, ja, also als normaler Polizist. Streifenpolizist. Auch genug mit Undercover. So. Und jetzt soll ich, jetzt lädt hier irgendwas. Es lädt. Jetzt kann ich irgendwas abhören. Entschuldigen Sie. Ja, Gnädige. Was kostet mich eine Fahrkarte in die nächste Stadt? Eine Menge Nerven und zu viel Geld. So. Sind mehrere. Geht das dann? Moment. Er findet die anderen komischerweise irgendwie nicht so richtig. Er will die nicht Entschuldigen. Nee, das ist doch die, die ich schon mal hatte. Ach, jetzt. Arbeiten Sie hier? Das tue ich. Eine Menge Nerven, sehr gut, so viel. Wissen Geld. Sie, wann der letzte Zug fährt? Sicher weiß ich das. Sonst wäre ich ja hier nicht beschäftigt, oder? Das war aber auch eine alberne Frage. Wir hören da den Bahnhof ab. Es ist ein bisschen dumm, die sind hier alle sehr nah beieinander, diese Audiosignale. Es ist verzerrt. Halte A gedrückt, um die Frequenz anzupassen. Jetzt wird's spannend. Mann, 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 Sammy, wo warst du denn? Sorry, dachte, wir treffen uns auf dem anderen Bahnsteig. Hätte fast eine Gruppe Touristen vollgequatscht, weil ich dachte, ihr seid das. Du Trottel. Egal, jetzt sind wir alle hier und wir können zum Strand. Um dort Sandburgen kaputt zu machen? Nein! Burgen kaputt machen? Nicht, wenn ich es verhindern kann. Diese Monster! Schnell! Den Bauern! Oder einfach springen. Es geht hier um Sandburgenleben. So. Gibt es tatsächlich noch so kleine Mini-Story-Nebenmissionen oder wie? Halt. Das ist ein Notfall. Der war echt Mounty. Aber wo? Wo ist denn das? Oh ja, nicht am Strand. Fahren wir Richtung Wasser. Ach da, okay. Moment. Ich sehe es tatsächlich jetzt nur auf der Karte, auf dem Gamepad. Deswegen siehst du auch sonst nicht viel. Aber hier ist das hier der Strand, das ist ja eher der Pier. Ja, Moment. Also da vorne ist der Sandstrand hinten dann irgendwo. Oder? Ach, guck mal, hier könnte man auch irgendwas anmalen. Wir haben noch keine Zeit. Sind die sind echt bekloppt. Wie kann man denn so ein riesiges Spiel bauen? Mit so viel Zeug noch nebenbei. An jeder Ecke ist hier was. Ich beschwere mich da jetzt offiziell. Ja, das ist gar nicht unsere Sandburg, aber es hätte unsere sein können. Und was wäre denn dann los gewesen? Ruinieren wir den Leuten die Ferien. Na, das wollen wir doch mal sehen. Hey, die Strandpolente. Schnapp die. Strandpolente. Zack. And stay down. Ach, Mist. Du willst also kämpfen. Ich finde das eine sehr wertvolle Lektion, die jungen Menschen, die das Spiel hier lernen. Wenn jemand eine Sandburg kaputt macht, dann muss man ihn totschlagen. Die sind ja, die sterben ja nicht. Man muss ihn zumindest krankenhausreif schlagen. Ja, wir verhaften die ja. Und das ist eine Lektion. Wenn man Sandburgen kaputt macht, wird man halt verhaftet. Okay. Ach so, eine von 16 Gangs, natürlich. Na klar. Ihr seht nicht, wie die Hände im Kopf zusammen. Wir machen das Let's Play übrigens weiter, bis hier nur noch einer zuguckt.
Nämlich ich. Michi wird dann auch schon rausgegangen sein. Ich schaue das dann nicht mehr. Ich will hier diese 450 Steine haben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass vorher sogar Nintendo aufhört zu existieren. Na gut, da ist ja... Da kann man hoch auf Moment, die Stempel hüpfen. Wie war das nochmal? Den hier. Achso, dass man da so eine Brücke erst kriegt. Doing. Der Stein. Zack. Superb. Besteint. Jetzt kannst du eigentlich hier gerade stehen bleiben. Du stehst gerade gut. Folge ist nämlich aus. Oh. Na gut, dann schauen wir in der nächsten Folge mal hier, was es an dem Strand noch so gibt. Und ich kann mir, wir können uns ja vornehmen, da zu dem Turm hochzufahren. Ich wette, es wird irgendwas dazwischen kommen, dass wir da nicht sofort landen, sondern erst in 50 Folgen. Bis dann. Tschüss.